Punkt 14, Bildungspflicht statt Schulzwang, Heimunterricht möglich machen, Antrag AfD-Fraktion, Drucksache 8/440. Einbringer ist der Herr Tillschneider. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, unser Antrag Bildungspflicht statt Schulzwang, Heimunterricht möglich machen, ist ein Antrag für mehr Freiheit im Bildungswesen. Alle Eltern, die ihre Kinder aus welchen Gründen auch immer zu Hause unterrichten wollen, sollen dazu die Möglichkeit erhalten, nicht mehr und nicht weniger. Der Lernfortschritt wird durch regelmäßige, meist halbjährliche Prüfungen kontrolliert. Bleibt ein Kind zurück, muss es wieder an die Schule. Das ist im Wesentlichen das österreichische Modell, ganz anders als im Fall der Corona-Politik, wo Österreich ein eher abschreckendes Beispiel gibt, kann unser Nachbarland in dieser Frage nämlich durchaus als Vorbild dienen. Die Schulpflicht als stupide Anwesenheitspflicht wird durch eine intelligente Bildungspflicht ersetzt. Das ist zunächst ein Schritt der Konzentration auf das Wesentliche. Denn der Zweck der Schulpflicht sollte doch letztlich die Bildung sein, auch wenn man angesichts des gegenwärtigen Zustands, in dem sich unser Schulwesen befindet, arg daran zweifeln mag. Aber wenn der Zweck der Schulpflicht die Bildung ist und die Anwesenheit in der Schule nur Mittel zum Zweck, dann sollte doch niemand etwas dagegen haben, wenn wir diesen Zweck mit anderen Mitteln und auf anderen Wegen erreichen. Damit verhält es sich analog zum Homeoffice in der Arbeitswelt. Auch da sage ich immer, es ist mir egal, wo ein Angestellter arbeitet, Hauptsache ist, dass er arbeitet. Und nur weil jemand die Zeit an seinem regulären Arbeitsplatz absitzt, hat er noch lange nicht gearbeitet. Und genauso ist es egal, wo die Kinder gebildet werden, Hauptsache ist, dass sie gebildet werden. Wer trotzdem auf der Schulpflicht als sture Anwesenheitspflicht in der Schule bestehen wollte, der müsste von der Schule schon etwas erwarten, was über die Bildung hinausgeht. Und so ist es ja auch zumeist. Das Generalargument gegen den Heimunterricht und für den Schulzwang besagt, dass die Kinder im Schulverband jenseits des Lernstoffs soziale Verhaltensweisen einüben, die sich in der Privatheit des häuslichen Unterrichts nicht erschließen. Dem lässt sich nun aber entgegenhalten, dass vor allem und zunächst innerhalb der Familie in Auseinandersetzung mit Geschwisterkindern soziale Verhaltensweisen erlernt werden sollten, dass auch private Netzwerke weitreichende Kontakte zwischen Gleichaltrigen herstellen können und dass auch Aktivitäten in Vereinen soziale Kontakte vermitteln. Das Argument, allein in der Institution Schule könne soziales Verhalten erlernt werden, beruht oft auf einem Zerrbild des Familienlebens als einer Form sozialer Isolation, das gerade in den letzten Jahren von einer zunehmend familienfeindlichen Politik systematisch gepflegt und propagiert wurde. Die Familie erscheint in dieser familienfeindlichen, man könnte auch sagen eukophoben Ideologie, mehr und mehr als eine Art Hölle, aus der der Staat die Kinder retten muss. Nichts anderem dient beispielsweise die Diskussion um die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz, was einem Staat, der mehr Einfluss auf die Kindererziehung gewinnen will, eine Legitimations- und Handlungsgrundlage bieten soll. Demgegenüber halten wir fest an Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz, in dem es heißt, ich zitiere, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Schon bedenklich abgeschwächt heißt es demgegenüber in unserer Landesverfassung in Artikel 11 Absatz 2, Eltern haben das Recht und die Pflicht zur Erziehung ihrer Kinder über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Hier in der Landesverfassung ist nicht mehr vom natürlichen Recht der Eltern zur Erziehung die Rede, sondern nur noch vom Recht zur Erziehung, das in ein Äquivalenzverhältnis zur Pflicht gesetzt wird, was bei elterlichen Pflichtverletzungen dann entsprechende Rechtsminderungen durch den Staat nahelegt. Indem das Grundgesetz die Pflicht der Eltern als die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht beschreibt, stellt es zumindest im Wortlaut höhere Anforderungen an staatliche Einmischungsversuche. Unser Bundesland scheint also schon etwas weiter fortgeschritten auf dem Weg der Verstaatlichung der Kindererziehung. Umso wichtiger scheint mir ein Signal in die gegenläufige Richtung. In unserem Antrag wollen wir der Ausdehnung des staatlichen Zugriffs auf die Kindererziehung widerstehen. Wenn Eltern der Institutionsschule skeptisch gegenüberstehen, sollen sie die Möglichkeit haben, ihr Kind zu Hause zu unterrichten. Denn es ist garantiert kein berechtigtes Argument für den Schulzwang, dass die Kinder in der Schule durch den Staat leichter zu erreichen und zu beeinflussen sind. Der Staat darf nur eingreifen, wenn die Eltern versagen, wobei an dieses Versagen hohe Maßstäbe zu legen sind.
Insbesondere liegt kein Versagen vor, wenn Kinder nicht im Sinne einer staatlich verordneten Doktrin erzogen und gebildet werden. Fragen der weltanschaulichen und politischen Erziehung, der religiösen und sittlichen Orientierung sind Fragen, die zuvörderst von den Eltern zu beantworten sind. Und gerade ein Staat, der sich in den letzten Monaten zunehmend an den Bürgern vergreift, täte gut daran, sich zurückzunehmen und diesem Elternrecht mehr Freiraum zu gewähren. Gerade angesichts des Unmuts, der in weiten Teilen der Elternschaft darüber herrscht, wie ihre Kinder durch ein unverhältnismäßiges Corona-Regime an den Schulen malträtiert werden, sollte die Regierung ein Zeichen der Freiheit setzen, indem sie die staatliche Gewalt auf diesem Gebiet zurücknimmt und Heimunterricht ermöglicht. Etwas mehr freiheitliche Bescheidenheit anstatt immer neuer Anmaßungen und Eingriffe in bürgerliche Grundfreiheiten, das wäre das Gebot der Stunde. Tragen Sie zur Entspannung des angespannten Verhältnisses zwischen dem Staat und den Familien bei. Zeigen Sie sich dort, wo es Sinn ergibt, liberal. Unser Vorschlag führt auch nicht dazu, dass der Staat aus seiner Verantwortung entlassen wird und die Bildung derer, die sich keinen Heimunterricht leisten können, sich verschlechtert. Im Gegenteil. Wir denken Bildung nicht als Pflicht der Kinder gegenüber dem Staat, sondern aus Sicht der Kinder als Obliegenheit, als Pflicht gegen sich selbst, während der Staat seinerseits gegenüber den Kindern in strengster Weise verpflichtet bleibt. Anders gesagt, der Staat hat keinen Anspruch auf Kinder. Kinder aber haben einen Anspruch gegen den Staat. Sie haben einen Anspruch, an staatlichen Schulen ordentlich gebildet zu werden. Wenn die Familien diesen Anspruch nicht geltend machen wollen, so soll das nun möglich sein. Der Staat hat hier nichts zu fordern. Er muss aber leisten, wenn er beansprucht wird. Es wird niemandem etwas weggenommen, es wird nur ein neuer Freiraum geschaffen. Es ist ja jetzt schon so, dass grundlegende Wertungen des Verfassungsgebers und darauf aufbauende Gerichtsentscheidungen klarstellen, dass es kein staatliches Schulmonopol geben soll, sondern im Sinne der Vielfalt des Bildungswesens auch Schulen in freier Trägerschaft erwünscht sind. Was aber spricht dann dagegen, diese Vielfalt noch zu steigern, indem wir die beiden Säulen der staatlichen Schulen und der Schulen in freier Trägerschaft um eine dritte Säule des Heimunterrichts ergänzen? Nach unseren Vorstellungen soll der Heimunterricht nicht nur eine ausnahmsweise erteilte Genehmigung für ganz wenige Einzelfälle sein, in denen Eltern die Zeit oder das Geld haben, ihr Kind selbst zu unterrichten oder unterrichten zu lassen. Wir wollen dieses Modell stärker fördern. Wir wollen, dass dieses Modell Schule macht. Und haben deshalb in unserem Antrag vorgesehen, dass Eltern, die ihr Kind zu Hause unterrichten, dafür exakt jenen Geldbetrag zugewiesen bekommen, den eine Privatschule pro Schüler an staatlicher Zuweisung erhält. Das scheint uns einmal aus Gründen der Gleichbehandlung geboten. Schließlich erfüllen die Mittel den genau gleichen Zweck wie bei den Privatschulen. Die staatlichen Zuweisungen an Privatschulen sollen verhindern, dass ein zu hohes Schulgeld mit starker sozialer Selektionswirkung erhoben werden muss. Und genauso soll nach unseren Vorstellungen die Unterstützung der Familien, die ihre Kinder zu Hause unterrichten, verhindern, dass eben nur Millionärsfamilien, die sich Privatlehrer leisten können, von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Vorstellbar wäre dann, dass Eltern ihre Kinder so weit unterrichten, wie sie nach ihrem eigenen Bildungsgrad dazu in der Lage sind, wobei die Mittelzuweisung dann den Arbeitsausfall der unterrichtenden Eltern kompensiert. Möglich wäre aber auch, dass Eltern sich zusammentun und gemeinsam Privatunterricht für ihre Kinder organisieren. Möglich wären Mischformen. Möglich wäre, dass Kinder nur für die Zeit der Grundschule zu Hause unterrichtet werden und dann in die Schule gehen. Die Kreativität, in der sich die bürgerliche Freiheit ausleben kann, soll keine Grenze gesetzt sein. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich diesem Gedanken öffnen könnten.